Erstes persönliches.
Bastards. Für die Bastards. Nummer 13, Jure Boban.
Und das Foul geht gegen unsere 14. Zweites persönliches von Angel Tetschinov. Und neu kommt für uns die Nummer 8, Jakob Albrecht. Oh!
Kein Foul, kein Foul, kein Foul. Werf ihn, werf ihn! Und das Foul gegen unsere 18, Dion Breimau. Erstes persönliches.
Flasche. Und einmal. Timeout angezeigt. Der Spielstand 28-27, ein Punkt Vorsprung für Hannover. Thank you.
Fußball. Und dabei bleibt bei den Baskets. Boba.
gepfiffen gegen die Nummer 4. Drei Würfe! Die Foulgrenze ist erreicht. Ein Brandschuss bedeutet 2 Schuss. Nein, stopp. Zweites persönliches Bonusfreiwurf für die Baskets. Es läuft die letzte Minute, zweites Viertel. Und das Foul vorher gegen die Nummer 6.
zweites persönliches. Bedeutet Bonusfreiwurf für unsere 15 an der Linie, Sammy M. Paco. Nice shot. Einfach mal weg!
Spielerwechsel bitte. Neu aufgefällt für die Baskets. Unser Kapitän, die 7, Arthur Zaleski. Und mit der 5 kommt neu Tim Brauner. Foul ist gegriffen. Die Nummer 13 der Welt. Erstes persönliches und der Gast wechselt einmal. Timeout gegriffen. Spielstand 50 zu 46 und 4 Minuten 19 noch zu spielen ins dritte Spielviertel. Spieler dann bei mir im Interview am Mittelkreis, bleibt also nach dem Spiel gerne noch in der Halle und hört euch an, was unsere Jungs zum Spiel, zum Spielverlauf zu sagen haben. Timeout Ende. Nice shot. Zwei von zwei, sicher von der Linie. Bei den Devils.
Gegen die Nummer 6 der Devils. Und der Gast wechselt einmal. Und alle Linie 5-2, Matze Fichtner. Wie ist das drin? Dein Schatz. Thank you.
zweite Ball bei Hannover. Die
Geduld,
8 der Baskets. Viertes persönliches von Jakob Albrecht und einmal Spielerwechsel. Gast auf dem Feld, Nummer 9. Und ebenfalls willkommen Nummer 20. Viertes persönliches. Spieler darf nicht mehr eingesetzt werden.
Punkt durch an die Sides. Thank you.
Alles klar.